Thank you.
Als meine Energie mich erstmals durchflossen, entdeckte ich, wie man sich blitzschnell bewegt, wie man sich die Stärke der Erde borgt, wie man ist wie Stein. Dies war für mich wie Atmen einst war. Das Muchnot. Oh, hallo! Herzlich willkommen zu den Cardcastern. Heute hier von mir. Ein gutes Buch sollte man lesen, wenn man mit Vampiren zu tun hat. Wie auch in der heutigen ausprägenden Folge der Cardcaster. Ich werde sie heute geleiten durch das komplette Programm des überraschenden Entschachtelns und der atemberaubenden Entschachtelungsmanikfaltie, die sie hier erwarten werden. Nun, fangen wir doch erstmal an und stellen diese blöde Musik ab. So, und damit sind wir wieder offiziell an den richtigen musikalischen Themen angekommen, wie es auch eigentlich sein sollte. Und hier hallo, mein anständiges von Nico, dem Jokecaster, Cardcaster, Forecaster, Caster, der hier nun einmal alleine sitzt für euch, um euch was zu zeigen. Ja, wir haben eine kleine Überraschung für euch. Wir werden tatsächlich heute mal nicht direkt entschachteln. Nein, wir machen was ganz anderes. Wir entschachteln, aber wir entschachteln auch etwas von der Loot Chest. Ganz schönes kleines Ding. Machen wir gleich auf. Und da ist viel Nerd-Stuff drin. Und mal gucken, ob ein bisschen Magic-Nerd-Stuff drin ist. Und dann schauen wir auf das nächste. Dann schauen wir uns an, was die werte Olivia Voldaren für uns hat. Und das ein oder andere kleine Schmankerl, was wir hier drin finden. Aber wir beginnen natürlich mit der Loot Chest. So, natürlich ist die an beiden Seiten schön zusammengesteckt. Zusammengeklebt. Muss man natürlich mit der Schere aufmachen. Alles beiseite gelegt. Und schon beginnen wir mit dem Entschachteln. Es fängt schon gut an. Also, ich lege die wunderbare Kartonage einmal hier hin. Und wir haben ein T-Shirt der T-Nerds, muss man dazu sagen. Was haben wir denn für ein Motiv? Oh, ich glaub's nicht. Das ist ein wunderbares Motiv. Für jeden Nerd da draußen eine wahrlich vorzügliche Art. Saya, du wirst jetzt auch vermutlich hinschauen, weil du denkst, der Nico, was hat er da wieder? Ja, was haben wir hier für ein schönes T-Shirt? Es ist tatsächlich im, ich würde sagen, Petrol gehalten. Und was haben wir hier drauf? Ich halte es mal richtig schön in die Kamera. The Legend of Zelda. Und zwar als Fallen Link sozusagen. Ne? Also das als Grabmal. Auch sehr schön. Ne? Ein schönes optisches Thema. In Kombination natürlich auch mit Maskenhelden. Wir haben Mega Man hier drauf. Den seht ihr jetzt noch nicht so gut. Jetzt muss ich mal ein bisschen mehr in die Kamera halten. Ja. Genau, Saya lässt mich nicht alleine. Traut sie sich nämlich nicht. So. Danke für den Host, Saya. Wunderbar, dann können wir auch direkt weitergehen. Oh, was ist das denn? Und zwar haben wir eine... Nein, nicht... Ein wunderbares aus der Wizarding World. Und zwar eine Lichterkette mit vielen Schnatzen. Schaut mal her. Eine Kiste voller Schnaps. Unfassbar. Dazu eine Tasse. Für jeden unter euch, ihr seid ja, ne, ihr habt es ja eigentlich schon gesehen. Jetzt hier schon, definitiv. Eine wunderbare Star Trek Tasse. Natürlich mit der USS Enterprise oben drauf. Wunderbar. Wunderbar. Also wirklich ein kleines Ding. Dann noch ein kleineres Schmankerl.
ein Crazy Dips Chupa Chups Lolli dabei. Na, also Crazy Dips, wer es nicht kennt, ihr kennt noch Pop Rocks. Crazy Dips ist die Variante mit Lutscher und Knisselzeug. Das hört ihr auch so schön. Schön. So, dazu haben wir jetzt eine Marvel-Figur und zwar, man kann es vielleicht nur ganz leicht erahnen. Ah, ihr könnt es wunderbar sehen, der Green Goblin. Ja. Buh, das Falsche ist da. Ja, das Falsche ist da. Ja, wollen wir die Star-Kriege mal ins Leben rufen? Das wäre doch was. Bei jeder Loot-Chest ist doch immer wieder etwas Schönes dabei. In diesem Sinne möchten euch auch Nintendo und Pokémon fröhliche Weihnachten wünschen. Oder auch einfach Pikachu wünscht euch fröhliche Schocknachten. Das ist wieder schön. Das ist ein kleines, schönes Giveaway. Und was haben wir hier noch? Wir haben tatsächlich hier noch, bevor ich sie vergesse, die Stranger Things Vinyl. Aufkleber. Die sind natürlich super dann fürs Auto, für sonstige Dinge. Ich weiß auch, wen ich damit beschenken und beglücken könnte. Ja, die Karte ist wirklich süß. Bei dieser Loot Chest ist sogar was Besonderes. Hier hat sich nämlich der die Geschäftsführung entschuldigt, weil es aktuell Lieferprobleme gibt. Hier ist auch ein kleiner Code auf der Rückseite. Hier muss man, glaube ich, auch mal schauen. Also hier gibt es einen kleinen Wertcode, und zwar von 5 Euro bei der Loot Chest, sodass man was nachbestellen kann. Das finde ich eine schöne Sache. Das ist natürlich auch aktuell gerade in Liefersituationen, ich kenne es beruflich gerade auch, ziemlich schwierig, gerade an bestimmte Dinge ranzukommen. Alles, was zum Beispiel in den Suezkanal reingegangen ist, der Vollidiot, der das gemacht hat. Ihr wisst schon, Suezkanal, Schiff, Blockade, weil jemand einen Phallus unbedingt malen wollte. Naja, nicht deswegen, aber er hat den natürlich blockiert. Das wäre alles gar nicht aufgefallen, wenn er nicht den ganzen Kanal blockiert hat. Und ja, tatsächlich ist es so, der Suezkanal macht alles dicht. Alles schön, alles toll. So ein Prunk ist nicht wundervoll. Nein. So, das war schon die Loot Chest. Die kann man sich tatsächlich bei lootchest.de bestellen. Monatlich kriegt man die für 20 Euro auf 12 Monate gerechnet oder halt auch auf 25 Euro pro Monat mit Plus-Item. Das Plus-Item ist meistens immer etwas wertigeres. Da schaue ich immer wieder gerne rein, gerade weil es T-Shirts sind. Und T-Shirts mag ich natürlich sehr gerne. Ich habe mich schon öfters in einigen oder anderen T-Shirts gesehen. Ja. Wenn das nicht der Schmutzwinkelino ist, oder auch Jannis. Willkommen in meinem kleinen Teil des Cardcaster Solo-Streams hier und heute aus meinem kleinen heimischen Studio. Schön, dass du auch dabei bist. Und demnach kannst du auch gleich... Ach ja, was ihr wieder alles chattet, ne? Ist wieder wunderbar. Einfach unfassbar, was ihr alles angezogen seht. Ja, ich weiß, dass die meisten von euch sich angezogen schon kennen. Ja, passend zur aktuellen Thematik darf natürlich ein roter Trunk nicht fehlen. Hm. 25 Jahre alt. Schmeckt fabulös. Aber kommen wir dann zum Entschachteln. Uhuhuhu. Wunderbar und wundervoll. Ein Prunkding. Ja, wundert euch nicht. Ich werde gleich in eine andere Szene wechseln. Ja, Saya und ich gehen ja auf den Draft. Und zwar zum werten Yoji, aka Ronin Network, der einen Draft bei sich hat. Da können wir bestimmt noch ganz spontan noch Plätze vermitteln, was ich nicht glaube. Aber bestimmt können wir das. Und da gibt's auch schon einen kleinen Spoiler hier vorab, oder, Saya? Das ist ja wieder so ein kleines Ding. Dass man deine Unterwäsche sehen könnte. Also zum Draft. Wir werden dort passend gekleidet, vermutlich stilvoll.
bei werden Yoji erscheinen und dort dann entsprechend entdraften, und zwar den blutroten Bund. Ein Fukuhila-Kleid, ja, vorne kurz, hinten lang. So, meine Lieben, ich werde dann einmal in unseren neuen View wechseln, in die Presentation View. Zack. Und ihr seht einmal ein ganz neues Design, was wir gerade ausprobieren. Nicht wundern. Das ist eine von unseren neuen Camps im Sortiment. Und ich hoffe, jetzt können wir auch die Karten besser sehen, entstehen sehen und so weiter. Ja, also muss man schon sagen, Innistrad, Blutroter Bund. Was haben wir alles drin? Wir haben 20 Standardländer drin. Also wenn der Spindown-Counter genauso aussieht wie da drauf. ja. Matti muss umgenäht werden. Ich glaube auch. Den müssen wir umsehen. Okay. Oh, ho, 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 ho. Und eigentlich, liebe Saya, hier hat der Nietzsche was. Guck mal. Ich glaube, ich werde gleich die Promokarte mal beiseite legen, weil diese Promokarte will der werte Nietzsche doch gerne haben. Und zwar ist es Sigardas Beschwörung mit alternativem Artwork. Wobei, die Sigardas Beschwörung hatten wir schon. Ich glaube, Sigarda kam nämlich gar nicht mehr vor in Blutrunter Bund als einzelne Karte, als direkte Kreaturenkarte, sondern sie war schon in Innistrad Mitternachtsjagd, also Midnight Hunt schon mal. So, machen wir mal das Ganze schön auf. Diese Bundles sind ja immer so preislich zwischen 30 und 35 Euro angesiedelt. Schon ein kleines Festchen, was man sagen kann. Also, natürlich nicht zu vergessen, ich pack's mal gerne Seite. Dieses Design stammt von unserem Schmutzer Fincarino, den ihr gerade im Chat seht. Wunderbares Design. Ihr könnt natürlich jetzt nicht alles sehen, weil ich den Zoom etwas stärker eingestellt habe. Das tut mir jetzt leid dafür, aber das Design der Cardcaster stammt von ihm. Ein wunderbarer Mensch, dieser Jannis, der auch bei Rocket Beans TV überraschenderweise arbeitet. Jannis, du bist schon prominenter als wir, wenn es um sowas geht. Definitiv prominenter. Also du hast schon, glaube ich, mehr Views mit Anteil deiner Videos als wir. Ja, definitiv. ja, ja. also, wie üblich, die Bundles sind gut angesiedelt im Preissegment zwischen 30 und 35 Euro. Und ihr seht auch schon, ihr habt natürlich direkt eine Box, wo die richtig schön designt ist. Also das Design finde ich mehr als umwerfend. Und natürlich sind wir eingeladen. Wir sind eingeladen zur Hochzeit. Und wir müssen auf Antwort schreiben. Saya, was soll ich denn da draufschreiben? Das ist schön. Das ist ein schönes Gimmick. Muss ich das mal angucken. Also, wir haben tatsächlich... Bitte frankieren. Was möchten Sie denn? Also, ja, vielen Dank für die Ehre. Ja, das ist äußerst großzügig. Ja, auch wenn die Welt untergehen würde. Ja, und ich werde einen Gast mitbringen. Ein Mahlzeit. Ein Opfer. Und ja, ich werde besagten Gast essen. Ich habe vor, schreiben Sie hier, Anzahl der Gläser zu trinken. Ich möchte die folgenden Vorspeise. Oh, wir haben Huhn, wir haben Rind, wir haben Fisch, wir haben Mensch. Sehr schön. Bevorzugte Blutgruppe, nicht zu übersehen. A, bitte mit Plus und Minus ankreuzen. B, mit Plus und Minus ankreuzen. A, B, mit Plus und Minus ankreuzen. Und natürlich 0. Null mit Plus und Minus angehört. Jetzt mache ich einen kleinen Datenschutz-Spoiler. Ich bin Rhesus-Positiv-Faktor, also null positiv. Ne? Also im Freundeskreis ist das jetzt so, ganz offiziell, ich werde euch, wenn es darum geht, alle Positiv-Blutgruppen abzugreifen, bin ich so ein Ultimativspender. Nur, dass ihr wisst. Ja, liebe Saya, dann kann ich dir nicht helfen, wenn du mal verblutest. Tut mir leid.
Aber diese schöne Karte, die wird aufbewahrt. Die wird definitiv aufbewahrt. Also die stelle ich gleich mal hinter uns und kommt in den Magic-Fundus. Schon allein, weil sie so wunderbar schön ist. Ah, komm vor die Boros. Gildenkit. So. Und ist damit auch schon offiziell verschachtelt. Jetzt ist es aber so, meistens haben die Innistrad Blutroter Bund, ich pack mal kurz die Schachtel beiseite, die haben noch eine Kleinigkeit, nämlich im Inlay. Das Inlay kann man nämlich öffnen. Man macht es nämlich hier dann auf. Ihr seht schon, da ist nämlich auch eine Grafik drin, die man auch sammeln kann. Und das ist, boah, das ist das Artwork. Also wenn wir diese Karte ziehen, dann schrecke ich hier durch. Ihr seht's. Die werte Olivia Voldaren. Die Gastgeberin. Zu der Hochzeit, zu der wir eingeladen sind. Ein wunderbares Artwork. Unfassbar. Also das ist wirklich ein schönes Artwork. Und ich wette, das gibt's auch als Playmat. Irgendwo zu kaufen. Wie schon auch das aus Dungeons & Dragons das Design es gab und allem drum und dran. Also das wird's auch bekommen. Ich finde halt schön, die geben sich bei den Bundles, bei diesen Geschenkbundles auch immer wieder Mühe, so eine Kleinigkeit reinzumachen. Da hat man schon Lust, eigentlich das ganze Paket aufzubewahren und nicht wegzugeben. Oh, jetzt habe ich hier auch noch so eine schöne Rampe. Ja, so eine schöne Rampe. Können wir mal später mal nutzen. Vielleicht um ein Handy drauf zu tun. Kommt erstmal beiseite. Dann haben wir noch so einen Leerkarton, der ist eigentlich nur Placeholder, kann aber natürlich auch, um Karten zu verstauen oder Dinge zu verstauen, benutzt werden. Also, schnieke Sache, muss ich schon sagen. Nee, nicht wirklich. Eigentlich kann man den wirklich mal wegtun. So, wie war denn so euer Tag insgesamt? Was habt ihr denn alles so gemacht? Also ich habe mich viel vorbereitet, ich hatte am Anfang Startschwierigkeiten mit dem Stream, hatte Kartenprobleme, bevor dass ich eine zweite Dummy-Karte habe, sonst würdet ihr mit dieser zweiten Cam überhaupt nichts sehen können. Oh, ihr seht schon. Also das war schon bei mir so eine Kleinigkeit, wo ich gesagt habe, boah, nee, muss das jetzt sein. Das ist ein schöner, Moment, gucken wir mal, ob der Fokus das hinkriegt. Ja, kriegt er. Ah, da. Ein schöner schwarz, also er ist schon eher mehr ein helles Anthrazit. Aber ich finde die toll. Also er ist wirklich wunderbar. Richtig schön. Es ist wunderbar. Also dieser Würfel. Ja, Saya, du darfst heute häkeln. Du hast heute auch einiges verdient. Du bist ja in der Vorarbeit für den nächsten Stream schon von uns. Was ich sehr löblich finde. Also wir werden das nächste Mal tatsächlich einen Gast bei uns haben. Kann ich auch schon verraten, oder? Ich hab's ja schon. Also selbst wenn du jetzt drauf antwortest. So, dann legen wir nochmal die klassischen Karten dazu. Seht ihr auch direkt, wie gut ihr die lesen könnt? Gebt mir mal ein Feedback. Mal so allgemein, kann man die gut lesen? Siehst du, da musst du noch was vorbereiten. Ich glaube, ich muss doch bei euch einziehen. Alter. Da ist zwar meine Frau dagegen, dass ich bei euch einziehe, aber ich muss bei euch einziehen. So, trinken wir jetzt wieder was von der Blutgruppe AB-. Lecker Schmecker. Wunderbar. So, also man kann die Karten wunderbar sehen, finde ich. Also bei mir auf dem Display kann man es gut sehen. Ich könnte sonst noch mal ein bisschen nachfokussieren. Ein Katzenkörbchen. Ja. Danke, Janis, dafür, dass du mir das Feedback schon mal gegeben hast, dass die lesbar sind. Also ich könnte ja auch so. Kennt ihr noch von früher von RTL diesen Pokerspieler? So hatte ich gerade das Gefühl. Ich habe die Weste an. Ich habe passend auch noch was anderes an. Ich könnte auch mal die Brille wieder ausziehen. Die habe ich tatsächlich mal eine Zeit lang getragen. Brauche ich aber tatsächlich nicht. Jetzt habt ihr auch mehr den Jokecaster in seinem vollen Design mal wieder. Und wir schauen doch direkt mal rein. Oh, okay. Also hier haben wir Sigardas Beschwörung mit einem Alternative Artwork. Ich hole es natürlich aus der Folie raus. Weil... Hahaha. Ich kann nämlich. Oh, schade, ist ein bisschen schon gebogen. Ihr seht das schon hier. Das ist ein bisschen gebogen. Das ist nicht schön, wenn ich ehrlich bin. Das ist
nicht schön. Diese Beschwörung, beziehungsweise Sigardas Beschwörung, hatten wir schon aus unserem Pre-Release-Pack rausgezogen. Ja, da hatten wir die auch drin. Ich muss mal gerade schauen. Wo ist denn hier bitte... Ach, ich habe immer Probleme mit diesen Folienenden, diese Trennfolien-Dinger zu finden. Ach, ätzend. Auf jeden Fall brauche ich die Länder für jetzt den kommenden Draft. Der will einfach nicht aufgehen. Der will mich ärgern. Ich werde gleich die Schere nehmen. Habe ich die Magic Card und fünf Teile zerschnitten und dann geht's noch. Ist unfassbar. Ruhig, Nico. Ja, ruhig. Wo ist es? Irgendwo muss es sein. Irgendwo ist dieser dämliche Anfang. Ich hasse das. Diese durchgehenden... Also ich könnte mir jetzt, glaube ich, eine Dreiviertelstunde damit auseinandersetzen, nur dieses Ding zu öffnen, weil ich es nicht hinkriege, diesen einen und wirklich diesen einen kleinen Fizzles-Ding zu finden. Jetzt habe ich mir gerade mal nochmal die... ich hab's. Ich hasse es. Wirklich, ich hab's gehasst, aber ich hab's gefunden. Da. Ein quietschendes Geräusch. Saya, du bist Mod, du kannst selber entsprechend einen Clip machen. Musst nur die Befehle nutzen. Und aber du liegst ja auf der Couch und häckelst rum. Also, wir nehmen mal kurz Sigardas Beschwörung beiseite. Ich habe sogar ein Land mit runtergenommen. Also wir schauen sie uns an. Wunderbar. Jede Kreatur, die du kontrollierst und auf der eine 1-1er Marke liegt, hat Basisstärke und Widerstandskraft 4 sowie Flugfähigkeit und ist zusätzlich zu den anderen Typen ein Engel. Das ist ein schöner Alternative Artwork. So, und was haben wir jetzt in diesem Booster drin? Wir haben Set Booster drin. Und zwar, ich zähle mal nochmal alle durch. Also, wir haben 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 Booster. Ha, 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 ha. 8 Booster. Ha, 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 ha. 8 ganze Booster. Ha, 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 ha. Viele Booster. Oh, oh, oh. Ja, ich übertreibe wieder. Herrlich. Also wenn Saya dann auch nochmal einen Clip braucht... So, das Schöne ist, wir haben die Box hier schon stehen. Ich schaue nochmal, kurz mal gucken. Reinzoomen. Ich kann nochmal ticken, nämlich näher kommen. Ich hör's schon. Ah, dieses magische Geräusch. Oh, jetzt zieht's. Okay, wir haben eine Magic-Karte auf der anderen Seite. Was ihr zu den Set-Boostern noch nicht wisst, in Set-Boostern sind sogenannte Karten drin, die von The List sind. Karten, die auf The List stehen, sind random-basierte Karten. Also, naja, die List ist schon eine vorgegebene Kartenstruktur, aber sie ist auf jeden Fall außerhalb der Edition. Das heißt, wir können hier irgendwas Beliebiges haben. Wir können auch etwas total Episches kriegen oder etwas Generisches, ne? Aus den Forgotten Realms nämlich. Habe ich schon sehr lustige Karten gezogen, auch eine alte aus Ravnica und ja genau, eine Golgari-Karte, um genau zu sein, ein Golgari-Zombie. Ja, bin ich mal gespannt, was wir jetzt gleich kriegen, aber die gucken wir uns zum Schluss an. Nein! Unfassbar, das Artwork. Oh, sogar mit Unterschrift. Die ist natürlich nichts wert. Die Artwork-Karten sind nichts wert, aber schon, dass Justina Jill diese Unterschrift drauf hat. Oh, ich find's genial. Ich liebe die Artwork-Karten. Ich liebe sie. Ich liebe sie. Welche Nummer hat's? Es hat die Nummer 29 von 81. Oh, ich liebe diese Artwork-Karten. Die sind auch was dicker. Ah, oh, ich liebe sie einfach. Oh, es ist unfassbar, wie toll die sind. Da kann ich mich richtig drüber freuen. Nehmen wir mal beiseite. So, wir haben ein wunderschönes Gebirge. Wirklich wunderschön. Also, die neuen Artworks sind super. Ja, echt.
Ja, das war, das Artwork tatsächlich war ja von der Doppelseite, der blutgetränkte Hedonist. Na, ihr könnt es ja sehen, blutgetränkter Hedonist. Mal sehen, vielleicht kriegen wir den gleich sogar, den blutgetränkten Hedonisten. Was wir auf jeden Fall erstmal haben, ist hier Fokus. Fokus. Wir machen es anders. Ich lege die mal in die Mitte, dann ist es besser. Einmal den Scharfschützenlehrling. Ja, mit Training. Schönes Artwork. Tatsächlich hier im Hintergrund sieht man ganz deutlich. Hinten brennt es und gleichzeitig trainiert er. Also das ist auch eine schöne Sache. Dann haben wir die Morgenlichtschülerin. Hoppala. So, so hat er nicht mehr im Fokus. Immer wenn ein anderer Mensch unter deiner Kontrolle ins Spiel kommt. Hallo, Fokus. Haben wir es gleich? Ansonsten muss ich noch was einstellen. Ja, hat ein bisschen gedauert. Lassen wir mal den Autofokus drin. Ich kann nochmal auf manuellen Fokus später stellen. Wie ich schon gesagt, ich hatte Probleme mit der Capture Card. Demnach wollte ich dann auch das nicht tun. Hallo, Frank Castle! Willkommen bei uns! Ich grüße dich! Du bist live beim Unboxing des Innistrad Bundles dabei. Und zwar des Premium Bundles. Siehst du hier? Ich mach mal hier in die Kamera. Jetzt ist meine Hand voll, mein Arm voll im Bild. Und wir unboxen gerade schon den ersten Booster. Du bist also gar nicht so weit weg. Du hast nur gerade verpasst, was für ein Artwork ich gezogen habe. Und nun geht's weiter direkt mit den Morgengrauenkämpfern. Also wir merken, wir sind erstmal stark bei den Menschen vertreten hier in diesem Set-Booster. Ah, so, jetzt habe ich... Boah, die rutschen auch noch. Also man merkt, wie neu die Karten auch sind, weil die so gut rutschen. Dazu den Flammenspucker aus Kessig. Schöner Schamane. Da haben Nietzsche und ich auch schon drüber philosophiert, ob der gut, ob der schlecht ist, oder. Das war schon echt eine schöne Sache. Muss aber auch sagen, hat mir sehr gut gefallen, dass der, so ein cooles Design hatte. Das ist schon, also nicht nur ein cooles Design, sondern halt, immer wenn du einen Nicht-Kreatur-Zauberspruch wirkst, führt Flammenspucker aus Kessig jeden Gegner einen Schadenspunkt zu. Finde ich sehr, 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 sehr cool. Ach, hallo Yannick! Der gute Yannick, schön, dass du dabei bist. So, und dann springen wir direkt auf Lunare Zurückweisung. Eine Karte mit Abspalten. Abspaltenkosten. Danke, Yannick, dass du uns folgst. Vielen lieben Dank. So, abspalten. Bringe eine Wolf- oder Werwolf-Kreatur deiner Wahl auf die Hand ihres Besitzers zurück. Im Draft würde ich sie spielen, ich würde sie aber tatsächlich nicht... Also im Double Feature, definitiv. Wunderbar. Also, Saya, merkt ihr das, ne? Für das Double Feature Draft. Die Karte ins Side-Deck später packen, wenn du die im Double-Feature mal ziehst. Die ist gar nicht so schlecht, gerade auch für dein Zombie-Deck. Du musst immerhin Dimir spielen. Dimir, schwarz-blau. Ergo hast du auch einiges zu tun, um es zu spielen. Lass dich überraschen. Vielleicht ziehe ich ja die ein oder andere super tolle Karte hier drin, die das noch erklärt, was man im Draft so als Meta spielen kann. Man kann sich natürlich vorab über YouTube ein bisschen informieren, das geht. Trinken. Wer viel redet, muss auch trinken. So. Mal hier den Würfel nehmen hier. Ist der so schön dabei. 15. So. Muss mich mal angewöhnen, unter dem C zu bleiben. So, jetzt könnt ihr das alle sehen. Oh, bisschen besser. Bisschen nach rechts. So. So, dazu habe ich jetzt den rastlosen Blutsucher. Der rastlose Blutsucher ist nämlich eine doppelseitige Karte und mit dem schönen Fang-Rahmen. Zu Beginn eines Endsegments und falls du in diesem Zug einen Lebenspunkt dazu erhalten hast, erzeuge einen Blutspielstein. Ich freue mich schon darauf. Mal gucken, wie viele von uns Vampire spielen werden in diesem Draft. Und sobald der blutgetränkte Hedonist sich transformiert hat, wir haben gar nicht die Transformationskosten im Moment. Opfere zwei Blutspielsteine und transformiere den rastlosen
rastlosen Blutzucker und aktiviere deine Fähigkeit wie eine Hexerei, genau. Zu Beginn deines Endsegments und falls du diesen Lebenspunkt dazu erhalten hast, erzeuge einen Blutspielstein. Ja, aber zahle 5 Mana, also 4 Colorless und 1 Black, also ein schwarzes Mana, 4 farblose und ein schwarzes. Jeder Gegner verliert 2 Lebenspunkte und du erhältst 2 Lebenspunkte dazu. Gute Karte im Commander. Freue ich mich drauf. Auch wieder eine schöne. Oh, ist das toll. Also die Artworks liebe ich. Die Blutblütenzelebrantin. Solange. Die Blutblütenzelebrantin hat Erstschlag, solange sie angreift. Wenn die Blutblütenzelebrantin stirbt, erzeuge ein Spielstein. Moment, diese Karte. Habe ich diese Karte nicht schon im. Ich muss mal wieder hier reinzoomen. Habe ich diese Karte nicht schon in der Midnight Hand gehabt? Ei. Ich weiß nicht, aber jetzt kommen die ganzen Vampire. Oh, ich freue mich. Oh, ich freue mich. Jetzt kommt ein Vuldaren Gourmet. Wenn der Vuldaren Gourmet ins Spiel kommt, fügt er jedem Gegner einen Schadenspunkt zu. Erzeuge. Fuck it! Jetzt ohne Quatsch! Was soll das? Ein Mana kommt ins Spiel, Schaden und Blutspielstein. 3 Sachen! Jedem Gegner. Also, echt? Ohne Quatsch? Was? Was? Man merkt, der Jannis ist ein erfahrener Profi. So, Saya. Liebste Saya, guck mal. Ich habe eine Zombie. Immer wenn der kopflose Reiter oder ein anderer Zombie, der kein Spielstein ist und den du kontrollierst, stirbt, erzeuge einen 2-2 schwarzen Spielstein. Ich weiß genau, dass das eine Ergänzungskarte ist zum bestehenden Zombie-Deck aus Mitternachtsjagd, weil... Diese Karte gibt es schon mal in Mitternachtsjagd, tatsächlich, in Midnight Hunt in dem Precon-Deck, aber unter anderem Namen. Ergo ist das nochmal eine super Ergänzung. So, tada! Düstergrab Aasfresser, die haben wir jetzt als voll bekommen. Man sieht so ein bisschen, so leicht angefoilt. An den Rändern sieht man es, eine Common Foil. 3-4er Todesbär ist nett. So, und jetzt habe ich ja eben schon gesagt, ich wurde ja schon gespoilert durch die Rückseite. Tatsächlich haben wir hier eine Karte von The List. Ihr könnt es daran erkennen, hier unten ist nämlich eine kleine Planeswalker-Symbol. Eine Karte von The List, und zwar der Invisible Stalker. Oh, ich weiß nicht, welches Symbol das ist, welche Edition. Ein Trident. Der Trident. Auf jeden Fall, ey. Also, selbst Saya würde ich die Karte geben. Die ist interessant, weil der Invisible Stalker ist unblockbar. Eine 1-1er mit Hexproof, Mana und unblockbar. Echt gut. Also, wirklich. Schnicke. Pack ich mal beiseite. Also, bisher sieht's gut aus. Ich muss die nochmal sortieren, tatsächlich. Sekunde. Wir müssen die jetzt mal wirklich mal schnell sortieren. Rot zu Rot, Schwarz zu Schwarz, Rot zu Rot, Blau zu Blau, Rot zu Rot, Rot, Grün, Grün, Gebirge, 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 Gebirge. Was sagt man? Gebrochen, gebrochen, gebrochen. So, das kommt mal beiseite. Also, hier kein Erfolg bezüglich, wie heißt es, einer weißen Karte. Also keine weiße Karte war jetzt hier vertreten. Wir haben ein Artwork, klar. Die Promokarte zählt aber gerade nicht. Demnach haben wir jetzt hier schon keine weiße Karte, außer die Promokarte drin. Ach, ist das alte Innistrad. Oh, das ist aber ein... Danke. Danke, Jannis. Das ist schön, dass das die alte Innistrad-Edition ist. Sollte nicht so sein, dass das in The List... Andersrum, die ist in The List geführt. Aber es sollte grundsätzlich, ist eine kleine Überraschung, dass es da drin ist. So. Wir machen die zweiten Booster auf. Was brauche ich eigentlich mit dem ganzen Boostermüll hier? Ich glaube, der landet irgendwo. Also, auf der Rückseite haben wir keine Listkarte. Das seht ihr jetzt schon. Zack. Ja, wunderbar. Ist im Fokus. Zack. Kommt nämlich mal hier an der Seite. Ist eine Promo-Card. Hau mal weg. Kommt bei der Seite.
Dann fangen wir an mit dem Artwork. Boah, cooles Artwork, muss ich schon sagen. Richtig schönes Artwork. So, ich gucke jetzt mal mehr auf die Kamera und mir das Steuerkreuz. Das ist natürlich echt eine Hilfe. Ich muss mir das mal hier für das Jule Twitch. Nee, für das Twitch, ja, für das OBS-Studio mal machen. Jetzt auf der Kamera kann ich es aber besser sehen. So, da seht ihr es denn. Nicht wundern, dass ich jetzt ab und zu mal nach oben gucke. Ah, schönes Artwork. Ah, wer war das nochmal? Das ist auf jeden Fall ein schöner Vampir. Ein Voldaren-Gourmet. Ja, ja. Wir nähern uns. Wir nähern uns den Voldaren. Gut. Ein klassisches Gebirge. Also hier habe ich schon direkt Länder für den Draft. Da freue ich mich schon mal drauf. So, wir haben die zerstreuten Gedanken. Und wir haben die erste weiße Karte. Dazu dann die Wiege der Sicherheit. Ich merke schon, wo das hingeht. Wir haben jetzt hier so einen kleinen Fluss, nämlich an den Themen Arkan. Jetzt kommt... Das ist interessant. Es werde Nacht. Das ist nämlich jetzt der Umwurf. Es werde Nacht. Es wird Nacht. Wirf eine beliebige Anzahl an Karten ab und ziehe dann entsprechend viele Karten plus eine. Das ist für Werwölfe jetzt mal wirklich eine gute Sache, dass man einfach mal mit dieser Karte steuern kann, dass es Nacht wird. Das ist eine schnieke Sache. Packe ich direkt mal hier rüber. Ein bisschen vorsortieren. Ah, ja. So, haben wir auch weiß direkt und blau. Da kommt natürlich auch unser erstes Artefakt ins Spiel, die Laterne der Verlorenen. Ach ja. Wenn die Laterne der Verlorenen ins Spiel kommt, schicke eine Karte deiner Wahl aus einem Friedhof ins Exil. Zahle ein Mana und tappe diese Karte. Schicke die Laterne der Verlorenen ins Exil. Schicke alle Karten aus allen Friedhöfen ins Exil und ziehe dann eine Karte. Ist schon Arschloch irgendwie. So. Ah. Wir machen mal den Friedhof leer. Dimir kann davon nicht mehr profitieren. Naja, war mir klar, dass die Saya das haben will. Ja, die alles haben will. Das ist unfassbar. So. Der Fanghaken-Seemann. Eine Wendekarte. Und zwar ein Werwolf. Ein 4-4er, der gewendet wird zu einer 6-4er. Und was kann er? Er hat so eine Art von Mini-Bedrohlichkeit. Und zwar kann er nur... Seht ihr das weg? Ein Werwolf mit Fanghaken. Jetzt mal ohne Quatsch. Was ist das? Hat der Fanghaken? Der hatte den natürlich vorher auch schon. Ja, man sieht. Aber der hat nur Fanghaken. Das ist ein Werwolf nur mit Fanghaken. Ja gut, er heißt Fanghakenplünderer. Aber ich hätte wenigstens gedacht, er hätte nur einen Fanghaken. Aber er hat beide Hände voller Fanghaken. Wie ist der denn? Also ich habe ja schon ein Problem, aber wie ist der denn bitte? Was soll der Quatsch? Unfassbar, das ist unfassbar. Aber wie ist denn dieser Fanghaken-Typ? Dann haben wir die Blutweberin. Ist interessant, ein Werwolf, der Mana erzeugt und dann gewendet werden kann, wenn es Nacht wird. Das sind auch die ersten Werwolf-Karten, die ich mir hier in der blutroten Edition mal anschaue, weil die anderen Karten waren tatsächlich... Alle so ein bisschen, naja. Aber, wie viel hat sie gekostet? 3 Mana macht 1 und dann, wenn sie gewendet wird, erzeugt sie 2 Mana. Also wie Nietzsche sagen würde, bäh, sagt, macht mich da nichts broken. Bäh. Ich weiß, an der Nietzsche-Imitation muss ich noch arbeiten. So, machen wir noch die streitlustige Besucherin. So, jetzt habe ich es wieder. Streitlustige Besucherin, Trampelschaden. Immer wenn die streitlustige Besucherin einen Spieler Kampfschaden zufügt, erzeuge einen Blutspielstein. Oh, ich finde... So, eine schwarze Karte, die definitiv in ein gutes... Wie soll ich sagen? In ein... Ja genau, wie putzt sich dieser Werwolf mit den Fangzähnen, bitteschön die Zähne, mit den Fanghaken die Zähne? Ich glaube gar nicht, der nutzt sie, um Zahnstein nur abzukratzen. Also, das hört sich genau so an. Oder beim Zähneputzen hat er mal zugebissen und deswegen hat er jetzt Fanghaken. Ich glaube nicht mal eine Topfbürste, der könnte auch eine Klobürste nutzen. Müsste irgendwie nur so halten. Kann man stehlen, ne? Bei Captain Hook war ja auch so mit Aufsätzen. Habt ihr ja schon gesehen. Bei Hook. Oder vielleicht hat er einfach so einen Zahnbürstenaufsatz oder so einen riesen Klobürstenaufsatz. Das wäre auch was. Aber kommen wir zum Pfad der Gefahr. Die ist echt schön. Zerstöre alle Kreaturen. Und dann machen wir Abspalten mal weg. Zerstöre alle Kreaturen für
4 Mana und einmal weiß und einmal schwarzes Mana. Schon nett, schon nett. So. Und jetzt bringen wir noch die Werte den Dommelgreif-Kavallerie ins Spiel. Ja, die ist schön, oder? Ja, schön aus Draht, genau. Schön aus Draht bedeutet dann eigentlich, ja, der braucht doch eine wenn das hängen bleibt, dann ist es direkt eine Zahnspange, ne? Mundkorrektur. Der korrigiert, der ist selbst Zahnarzt. Der ist selber Zahnarzt, deswegen braucht er das doch gar nicht. So, nehmen wir uns das nächste Pack vor. Das wird hier immer lustiger. Oder ich sage mir, ha, 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 ich lach mich tot. So, ich lasse mich mal wieder spoilern. Euch. Ich mache mal den Rost. Oh, die haben mal besser gerochen. Die haben mal besser gerochen. Also sei ja für dich, ich bring zum Draft die Karten mit. Ne? Da kann, wir werden die nicht reinspielen. Die bleiben verschlossen, bis der Draft zu Ende ist. Aber dann können wir mal drüber gucken. Genau, du kannst kein Zahnfleischbluten haben mehr. Deswegen, Zahnfleischbluter Murphy, ne? Hätten wir das ihm mal gesagt, hätte er bestimmt die Simpsons überlebt. Das hätte er bestimmt überlebt, der Gute. Also, klassische Promo-Card. Kommt wieder weg. Kann man nicht gebrauchen. So. Oh! Oh, 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 pass auf, pass auf, pass auf, pass auf. Ich glaube, wir werden jetzt mal Zaya mal ins Nirvana legen. Na, was sagst du? Was sagst du zu Sovereign? Das ist die, nebenbei, das ist das Artwork, wo ich sage, das ist eins der coolsten Artwork und genialsten Artwork der ganzen Edition. Und zwar ist das auch von der werten Künstlerin, die auch Castlevania, das Castlevania Artwork definiert hat. Das können wir jetzt mal auf diese Rückseite. Und zwar von Ayami Kojima. Nicht zu, die gehört nicht zum Kojima-Clan. Nein. Ja. Sie sagt es jedes Mal, aber ich sehe das Blitzen in ihren Augen, wenn ich über ihn rede, dass er so unattraktiv ist. Das glaube ich ihr nicht. Ich kann ihr sowas nicht abkaufen. Einen schönen Sumpf. Der Sumpf ist auch sehr attraktiv, muss man immer wieder sagen. Bei den Sümpfen finde ich auch super. Guck mal, du hast die Menschen, die da im Hintergrund sind, oder die Zombies, die aus dem Sumpf herauskommen. Das ist so ein richtig schönes Design. Stehst auf Männer mit Sumpf ist Trumpf, ja. Und nicht stumpf, so ein Sumpf. Und hier haben wir etwas, was ich liebe. Grün und Todesberührung und zwei Mana. Und gleichzeitig auch so eine Art, hey, ich geb dir mal so ein bisschen die Möglichkeit, mit Todesberührung zu geben. Hahaha! Finde ich eine tolle Karte. Dann die gewaltige Macht. Ich sage immer noch, das ist ein Reprint. Ich muss immer noch rausfinden, von welchem Reprint das ist. Haben wir mal die Grünen damit abgehakt. Und jetzt kommt ein Artefakt, und zwar das ehrwürdige Erbstück. Drei Mana erzeuge M-Mana bei einer beliebigen Farbe. Zwei tappe schicke eine Karte deiner Wahl aus einem Friedhof ins Exil. Ich glaube, mit einem guten Commander kann das richtig was werden. Das kann schon richtig spaßig werden, wenn wir hier nämlich mal schauen, dass wir so eine Exil-Thematik immer haben. Könnte lustig werden. So, dann bringen wir das nächste grüne Artefakt nämlich ins Spiel. Die Dickichtrüstung. Ui. Haben wir schon gesehen in einem unserer anderen Streams. Denn die Dickichtrüstung ist gar nicht so schlecht, weil die kommt ins Spiel und kann direkt angelegt werden. Also für zwei Mana aus einer Kreatur gerade schnell mal eine 2-1er zu machen, ist schon cool. Kommt natürlich auf den grünen Stapel, weil grünes Artefakt gehört zu grün. Grün zu grün, wie Spaniens Blüten blühen. So, Zeugnis der Zukunft. Ein Spieler deiner Wahl mischt bis zu 4 Karten deiner Wahl aus seinem Friedhof in seine Bibliothek. Du schaust dir die obersten 4 Karten deiner Bibliothek an, nimmst eine davon auf deine Hand und legst den Rest in zufälliger Reihe runter. Was? Ein Spieler deiner Wahl? Aha. Mischt bis zu 4 Karten deiner Wahl? Aha. Seinem Friedhof in seine Bibliothek, ja. Du schaust dir die obersten... Okay, das ist natürlich schön, um seinen eigenen Flow halt zu bestimmen. Das ist eine schöne Karte. Auch das Artwork ist richtig schön. Oh. Das Artwork finde ich genial. Der Entdeckerdrang. Aber dieses Artwork ist so cool.
man sich das mal anschaut. Also ich habe gerade so ein bisschen, Saya, hol mich mal ab. Ich habe gerade so ein bisschen so Arcane-Style hier wieder entdeckt, oder? Also, ne, was wir hier gerade liegen haben, das ist eigentlich schon ein ziemlich cooles Ding. Mal abgesehen von dem Effekt, ziehe drei Karten, wirf dann zwei Karten ab, es sei denn, du wirfst eine Standardkarte ab. Ich weiß, dass der spontan sogar gut ist, aber das Artwork sehe ich, schaue ich mir jetzt. Ja, okay, dann sind wir auf einer Seite schon mal mit Arcane. So, dann holen wir mal den Laternenträger ins Spiel. Das ist natürlich eine Wendekarte. So, eine Wendekarte. Die wenden wir natürlich. Und wir haben Peter Pan. Ja, der Peter. 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 Peter Pan. Hallo. Ich bin Peter Pan. Nur durch diese Laternen schwebenden Laternen. Packen wir direkt mal zu Blau. Oh, geil, cool. Da freue ich mich gerade drauf. Da freue ich mich gerade richtig drauf. Und zwar ein markowischer Weihepriester. 3 Mana, ein farbloses, ein weißes, ein schwarzes. Lebensverknüpfung zu Beginn deines Endsegments. Und falls du in diesem Zug Lebenspunkte dazu erhalten hast, kannst du 2 zahlen. Falls du dies tust, ziehe eine Karte. Geil. Echt geil. Ja, ich muss auch sagen, Arcane ist genial. Bin jetzt mal gespannt, wie die am 28.11. die Secret Lair Artworks aussehen. Steht auf jeden Fall auf der Magic-Seite schon beschrieben, welche Karten es sind. Also, man kann es schon mal nachlesen, welche Karten es sind, aber es geht ja mehr ums Artwork, um den Sammeleffekt, allem drum und dran. Und ich bin auch froh, dass Netflix mehr oder weniger schon die 2. Staffel angekündigt hat. Also, es ist ja schon angekündigt. Das ist eine coole Sache. Aber echt, die erste Multicolor-Karte, finde ich cool. So, und dann bringen wir mal die Voldaren-Zelebranten. Falkenrad-Zelebranten. Es gibt so viele Zelebranten. Ich muss mal nachher durchzählen, wie viele Zelebranten zelebrieren. Ich glaube, in den nächsten Stream werden wir Zelebrares Zelebranten sein nennen. Ah, ja. Ja. 4 Mana, 4 Vierer, bedrohlich. Und wenn die Zelebrantin ins Spiel kommt, erzeuge 2 Spielsteine. Ich bin überrascht, dass eigentlich die Vampir-Commons gerade so gut sind. Also bedrohlich, 4-4 für 5 Mana und noch diese 2 Spielsteine, die wiederum mit einer anderen Systematik stacken. Finde ich ziemlich gut. So. Und dann haben wir hier auch die Voldaren-Blutmagierin. Für 2 Mana fliegend. Immer wenn die Voldaren-Blutmagierin oder eine andere Nicht-Spielstein-Kreatur, die du kontrollierst, stirbt, erzeuge einen Blutspielstein. Und immer wenn du einen Blutspielstein erzeugst und falls du 5 oder mehr Blutspielsteine kontrollierst, transformiere die Werte Magierin. Und zack, haben wir Blutsaugerbeschwörerin. Boom! Schön, dass der Zoom da mitgemacht hat. Ja. Immer Jinx dabei. Ich glaube nicht, dass Jinx dabei ist bei den Karten, weil sich doch, wie wir schon mit Nietzsche auch drüber gesprochen haben, sehr vieles um, ja, Jinx ist bei einer Sache dabei, als Prowler. Nicht Prowler, Powder. Mal gucken. Also echt, schon eine gute Ausbeute. Na, der Klassiker, die Setbooster haben auch eine kleinere, höhere Rarität. Und hier kommt auch die nächste Foil. Und zwar haben wir die Foil. Verstoßener der Wolfssippe. Kostet beim Wirken 2 weniger, falls du einen Wolf oder einen Werwolf kontrollierst. Lass mal im Auto zoomen. Oh, der kriegt den gerade nicht. Ich tippe mal, das liegt daran, dass es zu sehr foilt. Das foilt zu sehr. Wenden wir ihn mal und schauen uns mal hier. Oh, der Hochzeitsschmetterer. Was ist denn der Flavortext? Er wütet nicht nur gegen Vampire, sondern gegen die Zivilisation an sich. Alter, was ist das denn? Ist das Gruul-Deck etwa ein Anarchie-Deck? Bei Werwölfen ja. Okay, also Resümee nach 2, nein, es sind 3 Booster. 3 Booster, schon coole Karten dabei. Also gerade freue ich mich mehr über die Artworks und die Karten. Ich habe ja schon ein paar, aber ich mag halt auch die stylischen mit, wie soll ich sagen, mit dem Fang, also mit diesem Fang-Design, dieser Rahmen. Oh, nice. Wir haben wieder eine von The List. Wie geil ist das denn? Also eigentlich ist die Chance bei 25%, so bei 8
Boostern wäre das theoretisch dann immer der vierte Booster. Jetzt habe ich den ersten und den vierten aufgemacht. Bedeutet, ich habe wieder was von The List. Also, das ist eine The List-Karte. Ihr kennt das immer. Immer daran, dass hier kein Token ist, wie sonst, sondern man kann es daran erkennen, dass da was anderes ist. So, aber ich werde erstmal die Artwork-Karte öffnen. Oh, wir haben Edgar. Der Jude Edgar. Geknechtet. Geknechtet ist der alte Mann. Der ist schon längst nicht mehr so stark, wie man ihn als Commander kennt und die 60 Euro teure Commander-Karte halt hat. So, eine schöne Ebene. Ja, das ist wirklich was Feines. So eine Ebene. So, dann fangen wir mal an. Und zwar kommt jetzt ein kleiner grüner Block. Und zwar ein Pilzwesen. Hoho. Für 3 Mana. Wenn der Sporenkrabbler stirbt, ziehe eine Karte. Das ist eine Opferkarte. Und nichts vergessen, passend zur Opferkarte kommt Molchen. Haben Sie schon mal gemolcht? Hier kann man molchen. Decke die obersten 4 Karten deiner Bibliothek auf und nimm alle Länderkarten molchen, die auf diese Weise aufgemolcht wurden, auf deine Hand und lege den Rest auf einen deiner Molche. Oder pass auf, wo du hintrittst. Du erinnerst dich, was auf der letzten ruhigen, friedlichen Lichtung passiert ist. Hast gemulcht. Also Chrissy, wenn du mal zuhörst, ich kann gerade nicht auf mein Handy immer gucken. Achso. So, dann machen wir auch weiter. Das Mordegrab Tausendfüßler. So, wenn der nämlich ins Spiel kommt, millst du 3 Karten und legst dann für jede Kreaturenkarte in deinem Friedhof eine +1/+1 auf den Mordegrab. Das ist gar nicht so schlecht. Da muss man mal gucken, wie man... Oh, das ist mal ein schnickes Artwork. Jetzt mal ohne Quatsch. Wir haben hier diesen Spinnen-Move. Entweder ist sie eine Spinne oder sie wird zu einer Spinne transformiert. Natürlich... Spinnen, Hexennetz und was lese ich wieder? Reichweite. Spinnen und Reichweite. Ich und Spinnen und Reichweite. Ich könnte sie jagen. Diese Spinnen mit ihrer Reichweite. Unfassbar. Ah ja, das war auch für später. Danke. So, die Geisterlichtfalle kommt natürlich ins Spiel. Die Geisterlichtfalle. Ihr wisst schon, dass jetzt gerade Ghostbusters Legacy draußen ist, oder? Also... Nur so, das passt gerade wunderbar, ne? Wir haben viel mit Geistern zu tun. Ich würde mich tatsächlich freuen, wenn die irgendwann mal auch noch mein Ghostbuster Commander Deck rausbringen würden. Ain't afraid no ghost. Who you gonna call? Naja, Cardcaster natürlich. Die ist auch schön, die Karte, wirklich, ohne Quatsch. Also, die ist richtig schön. Dieser Zauberspruch kostet beim Wirken einen weniger, falls du einen Geist kontrollierst. Natürlich in einem Geisterdeck. Sowie ein weniger, falls du deine Verzauberung kontrollierst. Bei einem Geisterdeck Disturb und so, also das ergibt sich, also fast schon. Neutralisiere einen Zauberspruch deiner Wahl, es sei denn, sein Beherrscher bezahlt 3 Mana. Ist Schnieke. Nietzsche sagt natürlich wie immer, da gibt's bessere. Natürlich gibt's bessere. Gibt immer bessere. Aber wir fangen ja alle mal klein an. Oh, was ist das denn? Also der kommt mir jetzt so gar nicht, doch. Das ist ja hier Evolt, genau. Den haben wir ja schon aus Innistrad gesehen, klar. Ja, Saya. Ghostbusters Legacy ist seit letzten Donnerstag draußen. Also nicht diesen Donnerstag, sondern seit letzter Woche Donnerstag ist der schon draußen. Richtig. Und deswegen werden die Werte Kitty und ich übermorgen ins Kino gehen und den vor der Feier, zu der wir gemeinsam gehen und schauen. Ja, und dann werden wir alles spoilern, und zwar dir und Nietzsche ins Gesicht und allen auf der Party alles spoilern. Ich werde sagen, da gibt's Geister. Ich werde sagen, da gibt's Protonenpacks. Ich werde sagen, es gibt Ecto 1. Das werde ich alles sagen. So. Die unbescholtene Reisende. Kreaturmensch. Ich finde ja
Dieses Artwork ist fucking genial. Also, die ist schon gruselig beim Angucken. Schaut euch das mal an. Schaut euch das mal an. Die ist so gruselig mit diesem Umhang. Wenn ich die nachher als Artwork ziehe, dann schrei ich auch. Das ist so... Und dann drehst du die. Zack. Flop, flop, flop. Und dann wird aus ihr einfach mal so eine bösartige Eindringling. Ihr wisst ja, Vampire muss man einladen, weil... Ne, die dürfen sonst die Türschwelle nicht über... Und sie ist halt ein bösartiger Eindringling. Herrlich, herrlich. Also ohne Quatsch, diese Edition gefällt mir einfach richtig gut. Dieses Vampir-Thema ist richtig schnieke. So. Und hier haben wir auch wieder eine schöne Switch-Over-Card. Die blutverteidigte Junkerin. Oh, das sind so schöne Karten. Unfassbar. Zahle ein farbloses Mana und ein schwarzes Mana, wirf eine Karte ab. Die blutverteidigende Junkerin erhält Unzerstörbarkeit bis zum Ende des Zuges. Tappe sie, falls sie sich dann vier oder mehr Kreaturenkarten in deinem Friedhof befinden und transformiere die blutverteidigende Jungferin. Zu was werden wir sie jetzt transformieren? Und dann ist die blutverteidigte Ritterin. Ey, haben die eigentlich gerade wirklich... Interessant. Ja, okay, fast dieselbe Pose. Schnieke. Stärke und Widerstandskraft der blutverteidigenden Ritterin sind gleich der Anzahl an Kreaturenkarten in deinem Friedhof. Nichts. Also, ne, Vampire und Token-Deck, vergiss es. Aber hier, einfach eine coole Sache. Der Vampire müsste ein Reaping, also der Reisende. Ist das wirklich ein... Ja, ist das wirklich ein Reprint? Weil es ist eine doppelseitige Karte. Also eine Switch-Over-Karte. Gab es die Vampire schon als Switch-Over-Karte? Janis, dann müsstest du mal einfach mir mal so einen Input geben in den Chat. Ich habe das gerade jetzt gelesen mit dem Konfetti. Ja, ja, mit dem Konfetti. Ich weiß schon. Das macht man nur mit anderen garstigen Menschen. Ich verstehe schon. Und jetzt, pass auf, jetzt kommt's. Dam, dam, dam. Unersättlicher Gast. Nochmal. Und schön wieder dieses Artwork. Ah, ich liebe es. Ohne Quatsch. Deswegen mag ich Setbooster. Und ich habe mir selber noch einen Display an Setboostern geholt hierzu. Also, das werden wir auch irgendwann mal richtig lang unboxen. Dann werden wir aber früher anfangen. Und dann wirklich alles reihenweise durchgehen und richtig groß unboxen. Inklusive natürlich auch mal den Draft. Also so richtig Unboxing. Ja, die ist schon geil. Pass auf, pass auf, pass auf, Saya. Vorsicht, Vorsicht, Vorsicht. Ich switche. Ich werde sie jetzt umdrehen. Sie muss nicht gedreht werden. Oh, sie ist keine Drehkarte. Unersättlicher Gast ist auch ein ziemlich geiles Artwork. Wer ist denn die Dame, die das... Mary Magny hat das gemacht. Das sieht doch einfach geil aus. So, und jetzt kommt etwas... wer die Commander Legends Edition oder das Unboxing von uns verfolgt hat, Halana und Alena, tatsächlich sind die beiden jeweils Partner-Commander aus Commander Legends. Auch aus Kessig, also aus der Innistrad Plane. Ja, ich habe mich selbst da verhuddelt. Ja, und tatsächlich sind sie hier jetzt als Duo, als Rot- grünes Duo sozusagen, als Multicolor-Duo hier aufgetreten. Tatsächlich sind sie nämlich in Commander-Legenden als zweifarbig. Und hier hat man sie direkt zusammen. Ich frage mich, ob die gut sind als Commander. Ja, lesen wir uns mal kurz durch. Erstschlag und Reichweite. Ist auch nicht schlecht. Erstschlag und Reichweite. Das heißt, ich kann Fliegende zuerst kaputt machen. Ist auch gut. Ich mach Fliegende zuerst kaputt, Junge. Und zu Beginn des Kampfes, in deinem Zug legst du +1/+1 Marken auf eine andere Kreatur deiner Wahl, die du kontrollierst, wobei X gleich der Stärke von Halana und Alena ist. Die Kreatur erhält Eile bis zum Ende des Zuges. Das ist ein guter Commander, ohne Quatsch. Das ist ein alternativer Commander für ein reines Menschendeck, das halt auf Gruul basiert. Oder an sich, also das ist eine gute Gruul-Ergänzung. Ich würde es sogar als Commander versuchen zu spielen. So, boah, wie geil. Ich habe jetzt schon die Willist-Karte gesehen. Oh, was war das für eine Edition? Boah, ich habe die zu... aber erstmal hier, der Wolfshieb, ne? Was haben wir hier? Eigentlich eine Kamen mit
mit voll. Ihr seht wieder dieses leichte Voll hier an der Seite. Das sieht man tatsächlich durch das Lichtverhältnis ganz schlecht. Es ist aber eine voll. Muss halt ein bisschen sich hin und her bewegen. Aber das Artwork, das ist ja Slash. Das hat schon was Anime-Style-mäßiges, interessanterweise. Das sind solche Kleinigkeiten. Da denke ich mir, huiuiuiui, wie cool ist das denn? So. Packen wir die mal auf den grünen Block. Der grüne Block ist belegt. So, jetzt kommen wir zur The List Card. Janis, da bist du wieder gefragt. Edition, ich wusste es mal, aber ich hab's nicht mehr drauf. Und zwar haben wir Ceremonial Guard. Man kann es wieder sehen, ne? Dieses Phantomzeichen. Hallo Kato Sicarius, willkommen! Wir haben es angekündigt ja schon im letzten Stream. Wir werden unser Stream-Portfolio einmal erhöhen, beziehungsweise unsere Stream-Anzahl erhöhen. Und dementsprechend sind wir auch jetzt donnerstags mit mir als Solo-Streamer auf unserem Cardcaster-Kanal dabei. Und natürlich wird auch Saya und auch Nietzsche werden zwischendurch auch mal Solo streamen. Und zwar so Solo oder halt mal im Duo oder mal anderweitig. Ne? Das ist sozusagen unser kleines Großprojekt, das wir gerne machen. Werden aber diesen Kanal und auch die Cardcaster weiter vorantreiben. Ja, ich weiß, ich bin hübsch, danke. Danke. Ich habe mich zum Unboxing gerade perfekt angezogen, weil wir entschachteln gerade. Tada! Ich mache jetzt mal hier in die Kamera. Wir entschachteln nämlich gerade das Bundle von Innistrad Blutroter Bund. Oh, dieses Artwork ist so cool. An sich sind die Artworks ziemlich cool. So, und wir haben gerade eine vom The List gezogen. Ja, aber was war das nochmal? Oh, ich würde jetzt eigentlich fast schon mein Handy ranziehen. Ist nämlich einfacher, wenn wir jetzt mal kurz den Card-Scanner anschmeißen. Und einfach mal bzz, bzz machen. Zack. Und es ist aus Mercadian Masks. Es ist Mercadian Masks, aber... Muss nochmal schauen. Ich glaube nämlich, dass er von der List das nicht erkennt. Ist auf jeden Fall. Es ist tatsächlich Blutgruppe AB positiv. Ne, Moment, es war eben noch AB negativ. Ja, ich habe gewechselt. 25 Jahre altes Blut. Muss man auch mal genießen können. Man muss ja auch Jönne können. Oder wie ich auch sage, küt wird küt in meine Zähne. So, das war jetzt eklig. Sehr eklig. Ja, ich habe es ja halt auch gerade rausgefunden. Mercadian Masks. Ich glaube, das war so eine ganz komische Seitenedition. So, und wir machen jetzt Paket Nummer 5 auf. Heißt, wir haben noch hier 3 Stück liegen. Halbzeit. Halbzeit! Schauen wir mal. Ach, das Geräusch. Hört ihr es? Hört ihr es? Hört ihr das Geräusch? Ha, herrlich. Also, wir gucken wieder auf die Rückseite. Nein. Es ist keine Karte von The List, aber, das ist das Coole, es ist tatsächlich ein Minigame. Das haben die auch eingeführt, und zwar die Minigame Monster der Woche. Das kann man tatsächlich einfach mal, unter Freunden spielen, wenn es darum geht, mal Dinge zu tun. Wobei, hier gibt es nur einen Spieler, also man spielt mit sich selber. Ich finde halt schön, dass diese Minigames da sind. Die sind auch sehr, sehr, sehr lustig. Der süchtig machende Kleber, ja. Wobei, da ist irgendwas drin, wo ich auch schon jetzt sage, boah, das ist ekelig. So, beginnen wir mit dem Artwork. Oh, das ist Porno-Artwork. Wir haben sie schon als Karte. Was ist das Porno-Artwork? Weil, das sind die Zelebrantinnen. Boah. Ohne Quatsch, ey, sorry.
Also die sagen ja wirklich, fick mich. Das ist unfassbar. Die sagen doch wirklich, fick mich. Oh Mann. Das sind die Falkenrad-Zelebranten, richtig. Von Xinadu gemacht. Also, echt cooles Artwork. Echt cool. So, und wir packen natürlich eine Insel dazu. Oh, ey, also jetzt ohne Quatsch, bei dem habe ich so ein Horror-Feeling. Da fehlt nur noch der Leuchtturm im Hintergrund. So Cthulhu-Style. Also ich weiß, dass der gute Adam diese Karte als Land einfach haben wollen würde, wenn er mal sich so eine Art Tentakeldeck baut. Weil die passt unheimlich gut dazu. Fehlt nur noch der Leuchtturm und so, damit man diese Cthulhu-Thematik mal komplett aufgreift. So, und wir fangen an wieder mit Werwölfen. Sicherer Stoß. Eine rote Karte. Und dann den Wolfshieb. Jetzt haben wir ihn zweimal schon. Einmal in voll, einmal nicht voll. Dann haben wir den Sporenrückenwolf. Alter, hat der Pilz auf dem Rücken? Andersrum. Also stellt euch mal vor, wir hätten diesen Wolf. Wir hätten diesen Wolf hier bei uns in den Wäldern. Ne? Er wird. Jetzt, wo wir das Thema ja mit Drogenlegalisierung haben, würde der zur Jagd freigegeben, nur um an seine Sporen oder an seine Pilze ranzukommen? Oh Gott. Zwei Mana und solange ich dran bin, ist es eine 2-4er. Ja. Die Pilze, die im Fell des Wolfs wachsen, besitzen eine unglaubliche Heilungswirkung. Heilung. Heilung. Was viele Alchemisten dazu verleitet, ihr Leben zu riskieren, um einen aufzuspüren. Ja, natürlich sind das Drogen. Ey, Leute. wären die Länder in voll? Ich glaube, die kommen sogar in voll. Im Double Feature, Kato Sicarius. Die schwarzen Länder kommen definitiv auch nochmal, glaube ich, als voll. Cool. Eine Vampir-Assassine. Assassine! Wenn die herumstreifende Mörderin ins Spiel kommt, erhält eine Kreatur deiner Wahl, die ein Gegner kontrolliert, bis zum Ende des Zuges -2/-2, falls der Gegner keine anderen Kreaturen kontrolliert. Also nur ein. Falls der Gegner keine anderen kontrolliert. Naja, das ist irgendwie ein bisschen doof. Das ist so. Assassine, die was angreift. Ja, das ist halt Assassine, die angreift, aber sieht nur, ey, da ist nur einer, deswegen kann ich den wegmeucheln. Ist irgendwie doof. Also, die finde ich nicht so gut. Oh, die Rache der Vampire. Da prosten die sich zu? Ehrlich? Aber guck, na, wo die Rache der Vampire fügt jeder Nicht-Vampir-Kreatur 2 Schadenspunkte zu. Erzeuge einen Blutspielstand. Also für 3 Mana. Olivia bestrafte jedes Dorf, das sich weigerte, den Blutzehnt zu zahlen. Der Blutzehnt. Der Blutzehnt. So, packen wir direkt mal als nächstes die grauenhafte Amnesie ins Spiel. Wieder mit Abspaltenkosten. Eine schöne Abspaltenkarte. Was, das ist ein krasses Artwork. Das hat wirklich sowas Schizophrenes, dieses Artwork. Unheimlich krass. Ich weiß, ich sage auch sehr oft krass, aber ein Spieler deiner Wahl zeigt die Karten auf seiner Hand offen vor. Du bestimmst davon eine Karte, die kein Land ist. Also 3 Mana für, ich werf eine bestimmte Karte von deiner Hand ab. Von deiner Hand ist schon echt fies. Der Edge bei den Karten. Du bist dem, aber nicht jetzt wegen. Ist das nicht wegen der Kamera, oder? Naja, okay. Machen wir weiter. So, und zwar die gütige Vorfahrin, die Oma. Naja, der Style. Die Oma, das liebe Omalein. Das seht ihr hier auch. Gute Oma. Die liebe Omilein mit ihrem richtigen Artwork und so weiter.
wird dann zu einer Umarmung und dieser Spruch darauf. Du siehst aus, als wäre dir kalt, Liebes. Ich danke dir, Großmutter. Ich liebe dich auch. Oh, ist das emotional. Können wir wieder zu Vampiren zurückgehen? Bitte. Danke. Der verführerische Verehrer. Ne? Mal sehen, ob der Vorfahre nämlich. Ne? Wenn du genau zwei Karten als Angreifer deklarierst, transformiere den verführerischen. Boah, okay. Wenn du genau zwei Karten. Die beiden. Holla, die. Oh, fuck it! Was ist das denn? Ist das ein Opfer oder ein anderer Vampir? Haben die hier gerade Sex? Haben die gerade Sex? Also Vampir-Sex. Ohne Quatsch, was ist das? Also es ist geil, dass der auf einmal Trampelschaden verursacht. Und wenn diese Kreatur den tödlichen erzeuge zwei Mana bis zum Ende des Zuges, verlierst du diese Mana nicht, so wie Segmente und Phasen enden. Der tödliche Tänzer und eine andere Kreatur deiner Wahl. Also krass, die Karte ist gut. Die ist echt cool. Drei Mana und dann wird die zu so einer guten Karte. Wow. Okay. Saya. Janis. Yannick. Hier, jetzt kommt eine Horrorkarte. Boom. Und Kato, fürchtest du dich davor, wie sie ihre Augen mit, wie sie dich anschaut? Ich glaube, das Auge verfolgt sich. Na, Schnucki? So, bleib mal fokussiert. So, besser. Oh, da will er nicht so. Irgendwas hat er da. Geht doch. Wenn die blutgierige Vampirin ins Spiel kommt, erzeuge einen... Oh, ich glaube, ich muss das mal ausstellen. Und... Oh, wenn ich das jetzt anstelle, dann seht ihr das Menü. Das mache ich dann beim nächsten Mal. Dass ich nochmal auf manuellen Fokus gehe. Ich lasse den Oculofokus demnächst definitiv raus. So. Nice! Yes! Ah, da freue ich mich gerade tierisch. Oh, wie geil ist das denn? Wir haben Kaya. Kaya, die Geisterjägerin. Ja, geil. Da freue ich mich. Endlich ein Planeswalker. Ich freue mich immer, wenn ich die Planeswalker ziehe. Das ist immer spaßig. Das ist richtig geil. Ja, Planeswalker. Ja, Planeswalker. Und Kaya ist halt ziemlich geil. Ne? Kreaturen, die du kontrollierst. Ich muss dafür aber auch wirklich näher rangehen, weil der Schrifttext ist geil. Ziemlich klein. Kreaturen, die du kontrollierst, erhalten Todesberührung bis zum Ende des Zuges. Lege eine +1/+1 Marke auf bis zu einen Kreaturenspielstein deiner Wahl, den du kontrollierst. Wichtig, Kreaturenspielstein. Das war der +1-Wert. +2 runter, falls bis zum Ende des Zuges ein oder mehrere Spielsteine unter deiner Kontrolle erzeugt wurden, werden stattdessen doppelt so viele Spielsteine erzeugt. Doppelt so viele. Doppelt. Machst du mal so eine, oh ja, 4 Spielsteine, bupp, 8. Die ist aber halt auch ein Main-Target. Einfach zu krass. Und dann -6, schicke alle Karten aus allen Friedhöfen in den Exil und erzeuge dann für jede auf diese Weise ins Exil geschickte Karte einen 1-1 weißen Geist-Kreaturenspielstein mit Flugfähigkeit. Also wenn die das überlebt und halt sich immer so hochpusht, genial. Oh, das ist richtig cool. Richtig cool, yes. So, und hier haben wir natürlich die Vollkarte. Und jetzt sag mir nicht, Saya, bitte, ist das nicht tatsächlich eigentlich auch Jace aus Arcane? So ein bisschen? Also es ist schon... Sagt auch, geniale Idee. Sollten wir öfters haben. Ich glaube, diese Karte behalten wir mal, um immer mal wieder so anzuzeigen, hey, das war eine geniale Idee. Ziehe 3 Karten, die deine maximale Handkarten ist für den Rest der Partie um 3 reduziert. Was ist denn mit den Abspalten? Ja, es ist eigentlich teuer, aber... Gut. 3 Booster. Damit haben wir noch einiges vor uns.
Sehr schön. Haben uns ja heute in Schale geworfen. So, aha, okay. Einmal den Müll beiseite. Der wird nachher sowieso weggeräumt. Von meinem Hausgeist. So, einmal Secret-Leerwerbung. Aber ein 1-1er Geist, fliegend. So, kann man gebrauchen. Oh, wie geil. So, hier haben wir den Broomgride oder andersrum das Hochzeitskleid von Olivia Voldaren. Jetzt frage ich mich, wird sie einen Doppelnamen annehmen? Heißt sie dann Olivia Markov Voldaren oder Voldaren Markov? Oder machen die einen Kombo-neuen Namen? Oder machen ein neues Haus auf? Weiß ich gar nicht. Was macht man denn so bei sowas? Also, manche sagen, ja, man erzeugt einen, man kreiert einen neuen Namen, aber bei sowas könnte man sich ja mal. Organische Chemie, Testwiederholung wurde mit 2. Ja, nice, Kato. Gratulation. Super. Wieso hast du dich dahinter gehangen und wir haben die Cardcaster-Daumen gedrückt? Nein, das ist alles dein Verdienst. Da hat niemand Äußeres eingewirkt. Das hast du geschafft. Da kannst du auch wirklich sehr stolz drauf sein. Sehr gut. Und dann kommen wir hier zu dem nächsten Gebirge. Gebirge. So, passend dazu mal kurz der Blitzwolf. Und direkt obendrauf schmeiße ich den hungrigen Kammwolf. Hatten wir schon beim letzten Mal. Die beiden Artworks sind ja echt. Aber jetzt kommt's. Nochmal Wolf. Also, wir sind hier im Setbooster ganz klar in dem Bereich jetzt gerade Wolf abgedriftet. Der knurrende Wolf. Und der einmal der Blitzwolf. Und hier kommt der Magma-Prügler. Der Magma-Prüger kommt mit X1 plus 1 Marken ins Spiel. Falls der Magma-Prüger Schaden zufügt, würde während einer Blablabla irgendwie verhindere den Schaden, entferne entsprechend viele von ihm. Wenn auf diese Weise ein oder mehrere Marken von Blablabla entfernt wird, fügt er einem Ziel deiner Wahl entsprechend viele Schadenspunkte zu. Okay, interessant. So, mich ruft jetzt leider mal gerade die Natur. Ich mach mal ein kurzes Päuschen. Wir machen gleich weiter mit dem halben Booster, ich weiß. Und dann entpacken wir zu Ende. Also bleibt dran. Ich gehe in die Pause und bin in 5 Minuten wieder da. In der Zwischenzeit lasse ich euch die News hier. Aktuelle News aus Magic und der Welt. Abgespielt hier bei uns. Bei den Cardcastern. Thank you.
So, hallo, da bin ich auch schon wieder. Ja, der Ork mit blauer Haut wurde. Das werden wir beim nächsten Mal erfahren. Da scheint was mit meiner Newsticker-Geschichte nicht richtig zu laufen. Müssen wir mal schauen. Muss ich beim nächsten Mal nochmal prüfen, was da nicht so anständig in Ordnung ist. Aber wir gehen zurück in die Präsentation. Wir werden dann beim nächsten Mal erfahren, was der Ork, der blau wurde, noch so weiteres gemacht hat. So. Bringen wir einmal den rasenden Teufel ins Spiel. Immer wenn du einen Nicht-Kreatur-Zauberspruch wirkst, erhalten die rasenden Teufel. Also bei den rasenden Teufeln habe ich irgendwie so einen Trigger gerade. Ich werde da total gerade getriggert wegen Kickers. Ich weiß nicht, kennt ihr den Anime noch von früher? Das ist auch so eine das ist auch so eine Anime-Serie von früher, ne? Captain Tsubasa und Kickers und gerade die rasenden Teufel, das triggert mich gerade, dieses Wort. Lässt mich genau dahin zurückerinnern. Das ist unfassbar. Also, ne, cooles Artwork, definitiv ganz viele Teufel. Und immer wenn du halt einen schönen Sponti oder eine Hexerei spielst, erhalten die rasenden Teufel +2/+2 und er hat Eile. 5 Mana. Muss man mal gucken. Ach, guck mal hier. Die habe ich zuletzt abgegeben, die schelmische Geisterkatze. Wer die wohl hat? Ja, dann zu einer katzenhaften Neugier. Wer die Karte wohl hat? Ja, Kato Sicarius, vielen Dank, dass du eingeschaltet hast. Du bist auch einer tatsächlich unserer treuesten Fans. Vielen lieben Dank dafür. In dem Sinne wünsche ich dir eine gute Nacht. Genau, ja, fein, fein. Natürlich, für Vampire, ich will ja kein Opfer sein. Ich will ja nur gut aussehen. Man muss ja mit der Welle schwimmen, statt gegen den Strom. Von daher alles okay, alles okay. Schlaf gut, Kato Sicarius. Natürlich flippen wir den ängstlichen Dorfbewohner und haben dann den angsteinflößenden Werwolf. Ich sag ja, die Karte ist vom Flavortext her die zwiegespaltenste. Gut. Nice! Okay, da freue ich mich gerade auch tierisch, was ich gerade in der Hand halte. Und zwar, erstens nicht die, aber die ist auch schön. Schönes Artwork. Unheiliger Offiziant. Weißes Mana. Vampir und Kleriker. Wachsamkeit. Ein Mana. Ein Mana. Natürlich kann man ihn pushen, aber 1-2er für Wachsamkeit und Pushfähigkeit. Was will man mehr? Aber jetzt. Das darf nicht wahr sein. Das ist jetzt nicht euer fucking Ernst. Doch, das ist euer fucking Ernst. Okay. Jetzt wird aufgetrumpft. Ohne Quatsch, jetzt wird aufgekrumpft. Das ist unfassbar. Schade, dass Kato jetzt wirklich gegangen ist, aber ihr seht hier. Timofa, Baron der Fledermäuse. Und ihr seht hier, hä, wie kann das denn sein? Das ist doch ein ganz anderes Editionssymbol. Ja, tatsächlich. Das ist das Editionssymbol der Commander-Sets aus Innistrad. Ich hole mal kurz eins der, ihr könnt es hier sehen. Zack, da seht ihr es. Commander-Sets. Weil in den Set-Boostern sind auch spezielle Commander-Karten drin, die es sonst nirgendwo gibt. Und die sind hier drin. Und was haben wir hier? Ich habe schon mal in einem unserer Erklärstreams erklärt, ne? Es gibt ja Abwehr mit einer Karte abwerfen. Oder auch was bezahlen. Das ist unfassbar cool. Immer wenn ein anderer Vampir, der kein Spielstein ist und den du kontrollierst, stirbt, kannst du einen Mana bezahlen und ihn ins Exil schicken. Falls du dies tust, erzeuge einen 1-1er schwarzen Fledermaus-Kreaturen-Spielstein mit Flugfähigkeit. Er erhält, wenn diese Kreatur einem Spieler Kampfschaden zufügt, opfere sie und bringe die ins Exil geschickte Karte getappt ins Spiel zurück. Es ist krass. Das ist krass. Ja, die ist natürlich jetzt ohne Quatsch, ist, glaube ich. Ich weiß nicht, ob das jetzt schon Mythic ist. Ich glaube, das ist Mythic. Von der Farbe her. Meinst du wirklich, Janis, die ist zu teuer, die Karte? 6 Mana, ja, die spielst du natürlich erst so als Finisher irgendwie. Ja? Man muss mal gucken.
Für einen Commander würde ich dich schon eher sehen als für so einen klassischen Draft. So, Leute. Ja, rot ist Mythic. Dann schmeiße ich aber jetzt Mythic. Weil wir wissen ja, das ist ja auch Mythic. Nur, dass ihr mal so die Nebenmänner habt. Und das war halt auch meines Erachtens Mythic von der Farbe her. Weil das ist nicht Gold. Das ist tatsächlich Mythic. Weil das ist Gold. Nur so als Beispiel. Krass. Also, ne, wir haben jetzt schon insgesamt wieder einen Mythic abgegraben. Und zwar haben wir Henrika Domnati. Die werte Frau Domnati, die eine Wendekarte ist. Und der Ingo ist da, Mensch, der hat sich aber auch reingeschlichen wie sonst jemand. Das ist unfassbar. Kaum achtet man darauf und schon ist der Ingo da. Willkommen, Lord Baur. Und schauen wir uns jetzt mal Henrika Domnati an. Zu Beginn des Kampfes in deinem Zug bestimmst du eines, das noch nicht bestimmt wurde. Jeder Spieler opfert eine Kreatur. Zu Beginn des Kampfes in deinem Zug? In jedem? Achso, Moment, du kannst sie abarbeiten. Ach, wie krass ist das denn? Das heißt, du machst... Oh, das... Okay. So, und wir transformieren die junge Dame. Wow. Fuck it. Fuck. Was ist das denn für ein Artwork? Krass. Und dann noch diese drei Mana. Jede Kreatur mit Flugfähigkeit, Todesberührung und oder Lebensverknüpfung, die du kontrollierst, erhält +1/+0 bis zum Ende des Zuges. Jede. Also sie mit eingeschlossen und noch weiter. Alter Verwalter. Krass, krass. Ich wiederhole mich. Tja, und als Foil haben wir den Fanghaken-Seemann. Arrrr, der ja schon mit seinen Fanghaken die Zähne putzen kann. Captain Hook, nur mit beiden. Unfassbar. So, damit Booster Nummer 7. 7, denn die 7... ist meine Zahl. Du kannst noch viel erleben. Die 7 ist zu fest gesehen. Es kommt der Tag, an dem du aufhörst zu singen. Tada. So. Ja, Ingo, sei vorsichtig. Die Saya, die ist, ist schon begabt, ne? Die kann auf einmal Dinge hervorzaubern. Wir haben hier mal wieder eine klassische Token, freie Tokenkarte. Nicht mal ein Minispiel, sondern einfach nur so ein Platzhalter. Aber wir haben eine Dracula-Karte tatsächlich. Das Dracula-Artwork haben wir hier drin. Echt schön. Weil das ist keine klassische Karte, sondern das ist definitiv das Dracula-Artwork. Das sehen wir jetzt auch nochmal hier. Und zwar Dracula Blut und Sterblicher von Greg Staples. Echt schön. Und wir bringen... Boah, was ist das für eine fucking Ebene? Ein einsamer Baum, es ist Mond, Gräber... Was? Was? Das ist doch nicht normal. Überhaupt nicht. So, und wir fangen tatsächlich jetzt mit etwas vom Thema her alchemistisch an. Die alchemistische Rückholung. Dann ein grausamer Zeuge, ne, Vogel und Schrecken. Oh. Du, Saya, ich glaube, das ist was für dein Rabendeck. Das ist nämlich ein Rabe, wie man so sieht. Also, da müssen wir eben nicht drüber reden, ne, die kann ich so definitiv von mir haben für dein Rabendeck, also. Ja. So, und dann haben wir hier Unterbinden. Neutralisiere einen Zauberspruch deiner Wahl, es sei denn, der Beherrscher bezahlt X, bla 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 bla. Dann noch den Schlangenüberfall.
Ist auch ein schönes Artwork. Wir haben ja schon festgestellt, den Schlangenüberfall kann man super kombinieren mit dem Stormkirk-Vampir. So, das sind die blauen Karten. War mal ein schöner Fluss wieder blau. Blau. Und jetzt kommt Rot. Und zwar eine reißende Flamme. Die reißende Flamme fügt einer Kreatur oder einem Planeswalker deiner Wahl 5 Schadenspunkte zu. Falls jene bleibende Karte ein Geist ist, fügt die reißende Flamme dem Herrscher der bleibenden Karte 2 zu. Also Kaya ist kein Geist. Nur so zur Info. Sie ist kein Geist. Ich habe noch keinen Geister-Planeswalker gesehen. Das würde ich mal gern sehen. So, und hier haben wir tatsächlich auch etwas für den guten Nietzsche. Und zwar ein wirres Gehirn. Es hat nichts damit zu tun, warum der Karten habe. Wir wissen, Nietzsche hat ein sehr wirres Gehirn. Das wissen wir, ja. Aber es ist für sein, vielleicht für sein, für sein Isid-Deck vielleicht interessant. Wenn das wirre Gehirn ins Spiel kommt, schau dir die obersten 6 Karten deiner Bibliothek an. Du kannst davon eine Karte, die weder eine Kreatur noch ein Land ist, offen vorzeigen und auf deine Hand nehmen. Lege den Rest in zufälliger Reihenfolge unter deine Bibliothek. Müssen wir mal gucken, ob er die haben will. Und direkt hinterher hauen wir Rotkäppchen auf dem Wolf raus. Also jetzt ohne Quatsch, wenn ein Werwolf. Na, wir wissen, es ist ein Werwolf. Es ist ein Werwolf. auf einem anderen Wolf reitet. Ich weiß nicht, wie ich das finden soll. Also, ne, 4 Mana, 2 farblose, ein rotes, ein grünes und erzeuge einen grünen, grünen, bla bla bla. Und Moment, mir fallen die ganze Zeit die Karten hin. Und dann auf einmal wird Rotkäppchen zum bösen Wolf. Wildes Rudelmitglied. Schön. Verursacht Trampelschaden. Andere Kreaturen, die du kontrollierst, erhalten plus 1 plus 9. Nebenbei, das ist, dieses Ding hier ist manchmal durch das Artwork halt bewusst so gewählt, weil das ist die Farbidentität, die hier angezeigt wird. Und ihr seht hier schön neben der Kreatur diesen kleinen Bubble. Ich nehme mal den Finger weiter weg. Der ist halt halb rot, halb grün. Das ist die Farbidentität dieser Kreatur. Weil oben kein Mana mehr angezeigt wird. Immer dann, wenn halt kein Mana angezeigt wird, muss noch eine Farbidentität mit angegeben werden. Das ist halt sehr, sehr wichtig um für bestimmte Regeln. Daher hat man das hinzugefügt. Und hier haben wir den erschöpften Gefangenen. Er ist ein Verteidiger. Ich halte das jetzt bewusst länger, um nicht den wahren Blödsinn loszulassen. Tagesaktiv, klar. Und dann switchen wir rüber und dann ist er kein Verteidiger mehr. Weil er dann ausbricht. Ach, war es eine Dame? Habe ich gar nicht so gesehen. Erschöpfte Gefangene. Und jetzt ist es eine Ausbrecherin. Ist aber ein großer Werwolf. Meine Güte. Und ihr seht halt wieder so ein Bubble, ne? Farbidentität. So, und wir haben mal wieder den makowischen Weihepriester. Schon das zweite Mal, finde ich cool. Und die geniale Idee. Da ist wieder der gute Jace unterwegs. Zweimal. Und jetzt haben wir. Moment, wir sind ein bisschen, glaube ich, gerade durcheinander. Jetzt nehme ich einmal den Offiziant. Und der Kreis der Gefangenschaft. Das ist eine schöne Verzauberung. Und zwar, wenn der Kreis der Gefangenschaft ins Spiel kommt, schicke eine Kreatur deiner Wahl mit Mana-Betrag 3 oder weniger, die einen Gegner kontrolliert, ins Exil, bis der Kreis der Gefangenschaft das Spiel verlässt. Immer wenn ein Gegner einer Vampir-Zauberspruch mit demselben Namen wie eine vom Kreis der Gefangenschaft in Exil geschickte Karte wirkt, erhältst du 2 Lebenspunkte dazu. Das ist gut. Immer wenn ein Gegner einen Vampir-Zauberspruch mit demselben Namen wie eine vom Kreis der Gefangenschaft. Also gegen ein Vampir-Deck definitiv nutzbar. Sollte man einsetzen. Aber nur im Draft tatsächlich. Außer du weißt, ich spiele gegen einen Typen mit Vampir und dann mache ich natürlich das ins Side-Deck. Aber so groß kann das Side-Deck auch nicht werden. Sind wir mal ehrlich. So. Und das ist jetzt der letzte Booster. Also ich habe momentan ja auch bei dem Pre-Release-Pack nicht so das Glück gehabt. Aber hier habe ich wenigstens schon Kaya rausbekommen. Wäre natürlich cool, wenn wir Sorrel noch ziehen würden. Oder Olivia. Also, oder halt Edgar. Eine von den dreien wäre jetzt so das nice to have.
Aber schon schön cool ist, wir haben hier allein schon 3 Mythics rausgezogen und ein Set und ein Commander Mythic sogar. Mythic, Mythic, Mythic. So, mal gucken, was wir jetzt haben. Also wir hatten natürlich jetzt die 50% Chance wegen der Set. Und die ist auch erfüllt. Also 25% Chance besteht, um einen Card, einen Booster zu erwischen, der eine Karte von The List hat. So, und wir haben einen Secret Lair Token, einen Insekten-Token hier. Der kommt zum Geist. Und wir haben tatsächlich jetzt mal überraschenderweise ein wiederholendes Artwork, nur diesmal ohne Unterschrift. Habe ich ja eben schon ziemlich cool gefunden, finde ich immer noch cool. Auch ohne Unterschrift. Dann die Insel. Die schöne Insel mit drei Masten. Packen wir es in den anderen Ländern und natürlich hauen wir dann passend zu dieser Insel auch das Dämmerlichtmonstrum mit rein. Ja, das Dämmerlichtmonstrum ist natürlich, ja, was soll man sagen, ist ziemlich cool drauf. Da ist der Leuchtturm, jetzt wissen wir auch, warum da so ein Schiff ist, wegen dem Dämmerlichtmonstrum. Passend dazu halten wir natürlich den Himmelszerraskap mit drauf. Und haben noch einen kleinen Zombie mit dabei. Oh, der ist aber. Der ist okay. Oh, jetzt kommt ein Artwork, das ich richtig cool finde. Oh, wie cool ist das denn? Grabeskälte. Das ist so. Der kommt gerade aus der Erde raus, ne, oder aus dem Wasser. Haucht dich mit Eis an und Zombie. Boah. Dieser Zauberspruch kostet beim Wirken einen Mana weniger, falls du einen Zombie kontrollierst. Für mich also in meinem Zombie-Deck, ja. Tappe eine Kreatur deiner Wahl. Sie enttappt nicht während des nächsten Enttappensegments und ziehe eine Karte. 2 Mana von einem Zombie-Deck und enttappe. Ja, cool. Oh, die Karte habe ich noch rausgeholt, als wir nämlich am Montag präsentiert hatten. Als wir präsentiert hatten die Karten, Aura, ne? Furcht vor dem Tod, und jetzt haben wir sie hier auch. Das ist halt eine schöne Karte. Die verzauberte Kreatur erhält x-0, wobei x gleich der Anzahl an Karten in deinem Friedhof ist. Also für ein Geisterdeck, wo man viel mit Friedhof und allem drum und dran Mechanik arbeitet, gar nicht so schlecht. Besonders du milzt halt schon 2 Karten. Zusätzlich. So, das heißt, du hast noch die Chance, das Ganze zu erhöhen. Dann haben wir hier Wegspülen. Neutralisiere einen Zauberspruch deiner Wahl, der nicht aus der Hand eines Besitzers gewirkt wurde. Weiß gar nicht, ihr wolltet den Nietzsche haben, den Sturmjäger Skeada. Was? Immer wenn der Sturmjäger Skeada das Ziel eines Zauberspruchs wird, den du kontrollierst, ziehe eine Karte. Okay. Kann man mitarbeiten. Damit kann man echt gut arbeiten. Dann haben wir hier den Fanghaken. Seemann. Den hat man eben schon. Einmal eine schnieke Sache. Packe ich erstmal die hier weg. Dann haben wir... Ach du Scheiße. Ich sehe schon, was ist jetzt die nächste Karte. Das ist halt immer so eine Sache, ne? Wir haben den verzweifelten Bauern. Kreatur, Mensch, Gesinde. Und wenn eine andere Kreatur, die du kontrollierst, stirbt, transformiere den verzweifelten Bauern, der dann wiederum zum verdorbenen Ernter wird. Also, ne? Der ist so verzweifelt, dass sein Reittier einfach mal zu einem Zombie-Reittier wird. Ich frage mich, ob das mit dieser anderen Zombie-Karte irgendwie in Relation steht, die beiden. Ist auf jeden Fall beides schwarz. So. Jetzt weiß ich, dass Saya gleich schreien wird. Wir haben nämlich über diese Karte ganz am Anfang, als die Edition rausgekommen ist, noch gesprochen, weil das ist tatsächlich eine von diesen Beispielkarten gewesen. Das ist der energiegeladene Ausgeburt. Also ein Dämon, ein Zombie-Schrecken, der einfach mal so explodiert, wenn er ins Schlachtfeld kommt, weil er halt alle ausschlachten hat.
Der ist halt so eine Kombination aus Aufblitzen mit Flash, damit ausschlachten, kann was neutralisieren, ist eine Kreatur. Kann halt tatsächlich durch das Ausschlachten halt einen Zauberspruch, eine aktive Fähigkeit oder eine ausgelöste Fähigkeit meiner Wahl halt einmal kompromittieren. Nopen. Der Nopen. Das ist ein ausgeschlachtetes Nopen. Nope, 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 nope. Ja, und hier haben wir die Falkenrad-Zelebranten. Tada! Unfassbar, ne? Ach, die Falkenrad-Zelebranten. Ach, schön. Schön, 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 schön. Die kleinen Falkenrad-Zelebranten. Eine 4 Mana, bedrohlich. Und ins Spiel kommen, hatten wir eben schon am Anfang. Ja, also, was würde ich jetzt als Resümee sagen? Tatsächlich, jetzt sind wir nämlich durch. Ich gucke nochmal gerade durch die Länder. Oh, ist nichts von Interesse. Also, die Länder-Bundles sind nett bei dem ganzen Paket. Aber die können halt auch nur Länder sein. So. Das war's eigentlich schon mit dem großartigen Entschachteln vom Bundle. Das war eigentlich eine ziemlich coole Ausbeute. Nietzsche, Saya und ich werden halt uns mal dann mal zusammensetzen und gucken, was für Karten jeder von uns so brauchen kann und allem drum und dann. Hat richtig Spaß gemacht, das auch auszupacken. Ich mag es unheimlich gerne, die Set-Booster auszupacken. Und es hat mir auch tierisch Spaß gemacht, euch das Ganze mal von hier aus zu präsentieren. Ein bisschen Nervosität war ja dabei, das Ganze hier aufzubauen, allem drum dran, Kamerakonfiguration und so weiter und so fort. Also an Sound werden wir auch nochmal bearbeiten. Da kommt noch was. Habe ich heute nämlich was bestellt. Und eben habe ich auch nochmal auf Angebote geschaut, was mir noch ein bisschen helfen soll. Sodass hier dieses kleine Studio auch weiter ein kleines Studio ist, aber mit mehr Equipment dahinter. Von daher, ja. Wir schauen mal gerade, wen haben wir denn noch anderes? ASMR-Mikro, ja klar. Damit man dieses. Sie hört ja, wie ich hier drüber streiche. Ah, muss man natürlich mehr solcher Geschichten rein. So. Dann schauen wir mal gerade, wen wir da haben. Der auch gerade parallel streamt. Außer die Werte Saya sagt mir das jetzt auch noch. Das wäre natürlich jetzt auch noch eine Geschichte. Aber das lasse ich jetzt mal so stehen. Gucken wir mal, wer ist denn gerade online? Der Royal Funk hat Metroid, Digial. Ich würde sagen MagicBlocks.de. Schicken wir euch. Ach, ihr wollt zu Rocket Beans TV. Ah ja, wir könnten ja auch mal wirklich Rocket Beans TV raiden. Moment. Haben wir die Jungs überhaupt? Ach komm, mach mal einmal Jannis. Jannis Wunsch, Rocket Beans TV. Gucken wir mal gerade. Die schauen sich nämlich gerade Halo Infinite Multiplayer an. Das ist einer der wenigen Multiplayer, weil ich ja eigentlich ein PlayStation-Jünger bin. Wo ich nicht so der Fan von bin. Ich weiß, dass die Jungs Bungie. Ja klar, wir raiden die mit 5 Leuten. Das ist natürlich so. Raid is Raid, richtig. Ja, liebe Leute, dann schicke ich euch jetzt zu Rocket Beans TV. Janis, du kannst ja mal schöne Grüße an deine Chefs da lassen von uns. Und wir würden uns dann am Sonntag sehen wir uns wieder. Nämlich, wenn alles gut klappt. Also das steht noch ein bisschen in den Sternen. Aber wir sehen uns am besten Sonntag wieder vom Draft. Dort werden wir so ein bisschen einen kleinen Stream machen. Vielleicht eine halbe, dreiviertel Stunde, wo wir mit euch sozusagen unsere Decks bauen für den Draft. Und dann gucken, wie wir verlieren. Und tatsächlich werden wir noch etwas anderes auf diesem Draft machen. Und ich bin froh, dass Jannis hier ist. Ja, lass dich überraschen, mein Freund. Lass dich überraschen. In diesem Sinne, viel Spaß euch noch.